So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu Divinity 2 Ego Dragonis. Ich hab's mir erlaubt, ihr seht's unten an Mana und Leben abzuwarten, offscreen, bis wir wieder voll sind. Und ja, ich denke, es ist auch in eurem Sinne. Dann versuchen wir diesen Nebenpfad nochmal abzuchecken, würde ich sagen. Lass mich mal kurz nochmal der bessere Jäger, Lovis Hinterlassenschaft, Goblinherzen, auf zur Jagd, dem Tod auf den Fersen. Ah ja, und Lovis auf der Spur. Okay. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal diesen Nebenpfad an. Hier, der führt nämlich irgendwo hin. Oh, das wollte ich nicht. Wir wollen natürlich alles fein säuberlichst durchkontrollieren. Dort in diesem Turm hier lebt Lord Lovis. Ja, dem werden wir auch noch begegnen, dem Kollegen. Schauen wir einfach mal. Können wir schneller laufen, nicht, gell? Nee. Wie ist die Lage so? 409 nur noch? Ah, das geht. Das geht. Auch wenn, wie gesagt, unsere nächsten Abilities ja so ein bisschen vorgelegt sind. Aber das... Huch, warte mal. Ah, nee, ist leer. Boah, stimmt. Ich habe ja ganz vergessen, dass wir mittlerweile geisteskrank springen können. Wirklich. Gerade ist Olympia und ich denke mir so, da könnten wir auch mitmachen. Also zumindest, ja. Oh, scheiße, das war... Oh, war das dumm. Oh, Gott. Oh, Gott, war das dumm. Ach, du Scheiße. Alter, ich hüpfe da einfach rein. Wow, 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 wow. No, oh, Gott, zum Glück, er geht direkt in... Schauen wir mal, ob der je danach kommt. Das ist nicht dein Ernst, Bruder. Alter, wie aggro sind die denn? Okay. Ruhig, Männer, ruhig. Okay, wir sind so gut wie tot. Ich fühle mich gar nicht gut. Ja, das war auch einfach dumm. Und ich hab nicht gespeichert. Ich hab nicht gespeichert. Unin. Hallo Freunde. Heute ein kleiner Lifehack. Wie schafft ihr es, 3 Minuten in einer Let's Play-Aufnahme völlig zu verhauen und zu verschwenden? Ich zeige euch heute ein Tutorial dazu. Alter, wie dumm. Aber ich presch da auch rein, wirklich. Wie ein Rhinoceros auf Testosteron, das gibt's doch nicht. So dumm. Ich muss den. Ich glaube, dass der sowieso verdammt hart wird, der Kollege, der Hobbit, wollte ich schon sagen, der Häuptling. Eh fraglich, ob wir den überhaupt fertig bekommen. Ja, genau. Das ist wichtig. Dass der alleine kommt. So, Kollege. Never, Bruder. Kannst nicht ausweichen. Kannst nicht ausweichen. Das musst du so schnell runterklicken. Das war gut. Jetzt muss ich so runtergehen, ja. Karotten snacken. Ah, ich kann da nicht mehr ausweichen, Digga. Ich bin schwer verletzt. Oh, Bruder. Oh, Bruder.
Das war close. Da gönnt ihr mal Salat. Alter Schwede, 190 EP hat der Bree uns gegeben. 190, so. Mal den Salat noch weg, dann haben wir auch gleich ein bisschen mehr Platz im Inventar. So nämlich, Freunde. Das wird uns trotzdem nicht reichen. Ich glaube, ich muss da gerade voll... Da Tomaten noch. Gut, dass wir so viel Gemüse gefunden haben. So. Damit können wir maybe reingehen. Aber auch hier Stück für Stück die Leute rauslocken, Freunde, so haben wir gar keine Chance. Komm her. Okay, Schwarzgoblin, Level 7 sind die. Mage ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, viel Damage habe ich auch noch nicht gemacht. Also die Attacke ist praktisch, die ist super praktisch, aber sie macht halt nicht viel Damage, gell? Ich bringe danach leider keinen Angriff an. Oh, was mache ich denn? Oh Gott. Gönn dir Saft, Bruder. Er ist gerade richtig schwach, was ich mache. Er ist gerade richtig schlecht. So, Nummer 1 ist weg. Und darauf habe ich spekuliert, auf den Aufstieg. Okay. Continuous. Okay, wir brauchen Lebenskraft. Was ist Willenskraft? Mana. Okay, save noch mehr Lebenskraft und dann pushe ich tatsächlich mal intelligent. Na, wobei... Ja, Gewandtheit darf ich nicht komplett vernachlässigen. Ein bisschen Fernkampfresistenz brauche ich schon. Wir sind zwar bisher noch nicht auf viel Fernkampfgegner gestoßen und dennoch brauchen wir da auf jeden Fall was. So, warum haben wir das so sortiert? Weil die gelb sind, die sind grün, das ist weiß. Das weiß kein Mensch, warum ich das so gemacht habe. Okay, Fertigkeiten, Freunde. Das war ja, glaube ich, vor... Ja, genau, wir brauchen Schlösserknacken auf jeden Fall, definitiv. Schlösserknacken, nächste Runde wird dann vermutlich Weisheit wieder, oder? Das ist ja dann Stufe 10. Genau. Schlösserknacken können wir dann direkt danach weiter pushen. Es mag ein bisschen lame sein, Freunde, aber durch Schlösserknacken holen wir uns so gute Gegenstände, da bin ich mir sicher. Und wenn wir das auf Stufe 5 haben, das wäre sehr mächtig. Genauso wie Gedanken lesen. Das hat halt jetzt vielleicht noch nicht den großen Impact, aber im Verlauf des Spiels wird es uns unglaublich helfen. So, bisschen mehr Lebenskraft auch bekommen, das ist gut. Leider, gut, wir haben jetzt Magie nicht weiter gepusht. Magie, Resistenz, wo ist denn der Dude? Wo ist denn der? Wo ist denn der Healer? Da fehlt doch jemand. Ach so. Ja, das müsste ich halt immer unterbinden, diesen Angriff von ihm. Schwarzgoblin-Schütze. Das ist ein Fernkämpfer, okay? Das war's?
Okay. Die Frage ist, ob man auf das Platz... Also, nach der Map ist hier ein Gebiet. Und hier konnte man runtergehen, aber hier ging es nicht hoch. Nach der Map müsste da noch jemand sein. Boah, das Ding ist, wenn das voll mit Schwarzgoblins ist, gell? Weiß ich nicht, ob wir das hinbekommen. Sag mal her. Nahkampfrüstung wird erhöht. Fernkampfrüstungswert. Der bringt mehr zu Willenskraft. Die Aura der Vergeltung ist aber stärker. Okay, nee, die sind schon besser. Gewöhnliche Wächter am Schienen der Hexe der Rache. Nehmen wir die. Das ist grün. Wie haben wir es hier gemacht? Gelb, grün, weiß. Jetzt. Jetzt. So. Was ist mit dir los? Lauf schneller. Ja, maybe führt es da hoch. Über den Weg kommen wir nicht, gell? Ich hatte erst gedacht, wir springen über die Steine dorthin. Der verfallene Tunnel. Mal sehen. Mal sehen, Freunde. Das Auge des Tigers. Blickt man in diesen Edelstein, so verwundert ist nicht, dass es gerne Tigerauge genannt wird. Das satte Gelb und die schimmernden goldbraunen Streifen springen euch förmlich entgegen. Dann noch Blumen. Eichentränen. Okay. Sind die neu? Also der Ding sicher, das Auge des Tigers, ja. Ich bin gespannt, wofür noch... Es sind ja so viele unterschiedliche Edelsteine. Wofür die noch gedacht werden. Ich kenne sowas nur aus Elder Scrolls Online. Aber Eichentränen hatten wir schon, okay. Okay, Skelette. Knochenkrieger. Zieh die Waffe, Junge. Zieh die Waffe! Stabile Defense hat er auf jeden Fall. Das funktioniert nicht immer mit der Rolle. Crazy, was war das? Das war aber nicht er. Jetzt gehe ich in sein... Oh, schade, es war knapp. Wow. Hübsch. Alter, die Druckplatte habe ich übersehen. Da ist ja auch eine. Hier. Oh, stark. Das war eine Falle. Okay, hier gibt es anscheinend Druckplatten. Was bist du? Oh. Flüsterholzucker. Leiche eines Minenwächters. Boah, ich muss unbedingt meine Augen besser aufmachen. Das gibt's ja nicht, dass ich das hier so verpasse. So, nutzt du mal die Zeit, um dich so ein bisschen zu erholen, mein Freund. Was ist hier? Eichentränen, okay. Sternenstaub. Wenn ihr die pfirsichroten Blütenblätter dieser Pflanze berührt, wird die Luft von goldenem Staub erfüllt. Sie ist vor allem bei Frauen für kosmetische Zwecke begehrt, okay? Ach, die ist auch nicht neu. Ah, ne. Ich schwör's euch, Schlösser öffnen wird uns viele neue Türen öffnen. Danke, Odin. Oh Gott! Manche Wortspiele, ey. Könntest du dir echt verkneifen. Oder du bringst sie. Hier, gönn dir mal eine Hähnchenkeule, Bruder. Hat der mich vorher mit einem Zauber beschützt? Das will ich gar nicht glauben. Dass der sowas kann. Oh Gott, da kommt die nächste Falle. Alter, die haben mir ja alle abgeschlachtet, gell? Das sind Bürger. Noch ein Diamant. Großartig.
Ja, primär Fallen, Freunde. Nee, ich will mal, oh, crazy. Ausgang zum Zitadellenturm? Ausgang Goblindorf. Uah, oh Gott. Ja, das überlebe ich nicht, wenn ich da jetzt reingehe. Für begrenzte Verjüngung, das ist hier. Dann packen wir dich mal hier hin und du musst unbedingt was essen, Bruder. Gönn dir einen Apfel. Ich kann nicht. Doch, er zaubert wirklich. Genau so muss es laufen. Genau so. Zack. Und weg. Boah, es ist manchmal... okay. Vorsicht. So geht es. Er rennt wieder zurück. Bleib hier. Bleib hier. Bruder, du brauchst mich jetzt nicht ignorieren. Du brauchst mich jetzt nicht ignorieren. So weit kommt's noch. Okay, es hat gezogen. So, jetzt kommt er wieder. Genauso. Genauso kriege ich den. Oh, jetzt hat sie ihn weggehauen. Jetzt war er aus der Reichweite. Geil. Schöner Kampf. Das war ein richtig, richtig gut durchdachter Kampf. Endlich mal, Freunde. Endlich kann ich mal zeigen, dass ich ein bisschen Skill habe. Das ist nicht so schlimm. Der bringt uns wenigstens EP, oder? Achso, das ist ein Skelett-Mage. Hat mich jetzt gerade zurückgeworfen? Ja, der geht easy weg. Easy. Puh, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich mir da nicht auf Dauer ein bisschen zu viel zumute. Ja, so geht's auch. Ja, gleich wieder zurück. Oh, er hat mich echt erwischt. Das war dumm. Das war richtig dumm. Das war greedy. Das war lucky. Vorsicht. Jetzt habe ich ihn. Er ist eigentlich der beste Moment, wenn sie davonlaufen. Das ist eigentlich das Beste. So. Weirder Tunnel auf jeden Fall. Viele Fallen. Das ist von jemand anderem angelegt worden. So, Freunde, was ist das? Wie, das Ding beamt mich einfach wieder an den Anfang zurück, oder wie? Ja, großartig. Na, großartig. War das der hier, oder? Okay, der wirkt aber auch nur einmal. Gut, wie komme ich jetzt da hoch, Mäus? Warum denn? Warum fliege ich immer raus? Okay, kann da nicht stehen. Das ging dann doch irgendwie.
Geil. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Schön, Freunde. Ich würde mich freuen, verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder zu Divinity 2. Ich freue mich sehr drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.